So. Aber kurz lang. Gott, nochmal. Da müssen wir gucken, ob wir die Nachricht nochmal von vorne hören können. Okay, jetzt nochmal von vorne. Kurz, lang, lang, kurz. Kurz. Kurz, lang. Lang. Kurz, lang. Ende. Kurz, lang. Kurz. Kurz. Kurz, lang. Lang. Kurz, lang. Okay. Dann müssten wir jetzt noch mal wegen der Frequenz unten gucken. So. Huch. Genau da. Und dann hier. So, wir haben kurz, lang, lang, kurz ist ein P. Wir haben kurz ist ein E. Kurz, lang ist ein A. Lang, kurz, lang, K für Peak. Okay. Peak ist 8,4. 8,4. 8,4. So. Richtig? Ja. So, jetzt muss ich aber noch mal gucken hier in meinen Auftrag. So. Genau, so. Entschlüsseln Sie unschädlichen Kontakt, um die Sicherheitsfrequenz zu erhalten. Stellen Sie die erhaltene Sicherheitsfrequenz am Empfänger Ihres Geräts ein. Ihr Verbindungsoffizier teilt Ihnen dann über den Empfänger Ihres Geräts eine neu zu entschlüsselnde Übertragungsfrequenz mit. Stellen Sie diese dann. Jetzt muss man an den Hörer, okay. Dahin. So. Jetzt haben wir's. London, bitte kommen. London, hören Sie mich? Over. Kontakt hergestellt. Paket sicher angekommen. Wiederhole. Kontakt hergestellt. Paket. Auf gar keinen Fall. Ohne Sie bewege ich mich keinen Schritt. London auf Empfang bleiben. Over. Was ist los? Sagen Sie, London, ich gehe nicht ohne meine Frau. Herr Exner, hören Sie, ich. Nein, Sie hören mir zu. Andrea ist meine engste Mitarbeiterin. Für die englischen Kriegsanstrengungen ist sie genauso wichtig wie ich. Sie befindet sich gerade im Wagen unter falscher Identität bei Freunden versteckt. Sie müssen sie herholen und sie in die Schweiz hineinschmuggeln. Mit mir. Wir können nicht zurück nach Wagen. Die Truppen der braunen Schatten haben die ganze Stadt überrannt. Wir können unseren Aufbruch nicht verschieben. Ein Sturm kommt, Gefahr. Ohne sie bewege ich mich keinen Schritt. London, haben Sie das gehört? Verstanden. Over and out. Sie sagen, wir dürfen nicht zulassen, dass Frau Exner gefangen genommen wird und Dinge ausplaudert. Worauf warten Sie denn noch? Schicken Sie jemanden, der sie holt. Oh je. Moment mal. Du willst doch nicht, dass ich... Tut mir leid, Leni. Wir haben keine Wahl. Ludwig kann sich in Wagen nicht sehen lassen und ich muss alles vorbereiten, um sie morgen über den Teufelskragen zu bringen. Du bist die Einzige, der ich zutraue. Soll sie doch gehen! Oh je. Leni hat recht, nicht meine Befehle. Naja, komm. Leni hat recht. Die braunen Schatten kennen mich nicht.
Ich kann mich heute Nacht inkognito nach Wagen schleichen und zurück sein, bevor... Auf keinen Fall! Das ist nicht dein Auftrag hier! Und außerdem... Außerdem ist es zu gefährlich. Leon! Na gut. Ich gehe. Leni, warte! Leons Reaktion und seine närrische Liebe zu Dana machten mich besinnungslos vor Wut. Also beschloss ich, mich zu rächen, indem ich einen Umweg machte. Einen Umweg, den ich für den Rest meines Lebens bereuen würde. Oh je, sie verrät sie bestimmt. Was haben Sie getan? Ich schloss einen Pakt mit dem Teufel. Ach du Schande. Ich kann immer noch nicht glauben, dass das der Leon da eben in dem Leichensack gewesen sein soll. Es hätte niemand verletzt werden sollen. Ich schwöre es, wirklich, Fräulein. Ich wollte nicht, dass Leon mich für immer verlässt. Zusammen mit ihr. Das sieht nicht gut aus. Aber es war ein fauler Handel. Das hätte ich von vornherein wissen müssen. Oh je. Gute Güte. Ach, sie hat sie direkt hergeführt. So eine Schande. Getroffen. Na gut, die zwei sind schon mal weg, aber da kommen garantiert mehr. Oh je, ganz schön viele. Ach du gut, Güte. Ach je. Und das war alles die Leni, mein Gott. Ja. Das kann ja nicht gut sein. Wir müssen sofort los, bevor der Berg unpassierbar wird! Bei dem Wetter über den Pass bist du verrückt! Wir haben keine Wahl, Leni! Entweder das oder wir fallen den braunen Schatten in die Hände! Und wir wissen beide, was das bedeutet! Wir müssen hierbleiben, um Leon so viel Zeit wie möglich zu verschaffen! Leon, ich... Sie hat recht, Leni! Jetzt los! Los! Komm! Dana! Nein, mach es nicht noch schwerer, als es ist! Dana! Ich liebe dich, Leon. Ich liebe dich auch mehr als alles auf der Welt. Was passiert? Also die ziehen tatsächlich los. Los, gehen wir!
Ach, deswegen kann sie nicht mehr anfangen. Das Rückenmark zerstört. Komisch, nicht wahr? Aber das Schlimmste sollte noch kommen. Leon geht jetzt mit den Exners. Was macht sie da? Wir kämpften, wer weiß wie lange. Lange genug, dass Leon die Zivilisten zum Fuß des Teufelskragens führen konnte. Das war's. Wow. Weg damit. So, jetzt müsst ihr nach Leni gucken. Oh Gott, die Lawine. Es hat also doch gestimmt. Wir wissen jetzt immer noch nicht alles. Ein bisschen was fehlt noch. Okay, jetzt sind wir wieder 2005. Kleines bisschen fehlt noch. Ludwig sucht seit jenem Tag nach Leons Überresten. Aber erst die Erderwärmung hat die Leichen freigelegt. Und mit ihnen mein Verbrechen. Und genau da mussten sie auftauchen, Fräulein. Leni. Oh, Ludwig, kannst du mich jeweils... Herr Ludwig, bitte! Lassen Sie ihn. Ich habe es verdient. Bringen wir es hinter uns, Fräulein. Ich erzähle Ihnen... alles über das letzte Mal, als ich Dana sah. Dann bin ich fertig. Okay, ich höre. Es war ein Jahr nach Leons Tod. Unmittelbar nach der Befreiung Wagens. Okay. Ach du gute Güte, alles zerstört. Ist der Musikplatz, ne?
Oder sollte es sein? Die Akademie? Ja, doch, Dr. Musikplatz. Ach, je. Was hat sie denn jetzt noch? Eigentlich nichts mehr. Das heißt aber, sie hat den Krieg überlebt und sie könnte trotzdem doch noch mit der Kate verwandt sein. So, wo will sie denn hin? So, Leni besuchen. Ah, das ist wahrscheinlich das Krankenhaus. Genau, auf dem Weg zum Lazarett bekannt grüßen. Captain, hiermit möchte ich Sie über einen beunruhigenden Vorfall in Kenntnis setzen. Sie erinnern sich sicher an die Gefangene, die die Roten uns vor ihrem Abzug übergaben. Rote Haare, geschwätzig, eine offizielle Künstlerin der Partei. Sie sollte gestern für die Propagandaarbeit, die sie für die braunen Schatten geleistet hatte, vor das Militärgericht gestellt werden. Als sie jedoch dorthin eskortieren wollte, trat ein hochrangiger Offizier, ein Brite, an mich heran. Er sagte, wir hätten die Falsche erwischt und befahl mir, sie freizulassen. Da er ranghöher war als ich, gehorchte ich. Aber die Sache hinterließ einen bitteren Nachgeschmack. Die Roten waren absolut von ihrer Schuld überzeugt und erwartungsgemäß ist sie untergetaucht, nachdem der britische Offizier mir befahl, sie freizulassen. Glauben Sie, das reicht, um es der Militärpolizei zu melden? Ich hoffe auf Ihren klugen Rat in dieser Angelegenheit, Sergeant Scott Curtis. Ach, der. Er sagt aber nichts. Erbärmlicher Vageraner-Abschaum. Ich werde mein einfach nicht los wie Flair auf einer Ratte. Oh Mann, der. Oh, ich war so enttäuscht, dass ich dich nicht antraf, als wir das Haus deiner Eltern verwüsteten. Bevor wir sie in die Dombre werfen. Bah. Ich bemitleide sie. Ich wollte Ihnen nur sagen, was für ein erbärmlicher Mann Sie sind. Sie verdienen nicht einmal meinen Hass. Das war's. Lauf, Häschen! Lauf! Bald sind wir zurück und machen Abschaum wie dir den Chaos! Charmant. Charmant, wie er ist. So, haben wir hier noch? Da ist noch jemand. Herr Sauer? Ah, Fräulein Dana. Was tun Sie denn hier? Also, anders als meine Expeditionskollegen habe ich mich geweigert, mich von den Alliierten anheuern zu lassen. Und damit gleichzeitig auf Immunität verzichtet. Warum haben Sie das denn getan? Also, ich wollte schon mein ganzes Leben nie etwas anderes tun, als mich voll und ganz der anthropologischen Forschung zu widmen. Aber wenn ich eine Sache in Baltaya gelernt habe, dann, dass das nicht mal im Ansatz funktionieren kann, wenn man nichts anderes als eine Marionette irgendeiner Supermacht ist. Nicht einmal vorübergehend. Ich habe genug davon, Wissenschaft zu prostituieren. Also muss ich mich jetzt dafür verantworten, dass ich mich von den braunen Schatten habe finanzieren lassen. Oha. Verstehe. Es tut mir leid wegen Leon, Fräulein Dana. Ich weiß, sie standen sich nahe. Er hat ständig von ihnen gesprochen. Tut mir leid, dass ich so harsch war, als wir uns das letzte Mal sahen. Er war ein guter Mann. Ich vermisse ihn. Seine Integrität. Ich vermisse ihn auch. Herr Sauer? Ja, Fräulein Dana? Danke,
Dass Sie mir Leons Brief über die Ereignisse in Baltaya gegeben haben, trotz Ihres eigenen Kummers. Das beweist Ihre Ehrenhaftigkeit. Alles Gute für Sie.